Hallo Freunde der Sonne, es geht weiter mit unserer Sandhill Coast Karriere und wir treffen heute auf Wellington Phoenix, den neuseeländischen Vertreter, der ebenfalls in der A-League mit am Start ist, also ein direkter Konkurrent aus der Liga. Feinste Wettkampfbedingungen könnte man also sagen. Wir treten heute mit folgender Formation an. Bway heute ersetzt Isaac, der ja einen Patzer gegen Cheche United hatte. Deswegen bekommt Bway heute das Vertrauen in der Innenverteidigung. Rose und McGinn, Rose eigentlich Linksverteidiger, er darf heute mal das Zentrum hüten. Auf den Außen bekommen die Youngsters ihre Chance. Neil und Adelson, 21 bzw. 19 Jahre. Sie sollen natürlich schauen, dass die Laufwege zu sind im Zentrum. Rose mit Montgomery, der 18-Jährige und der 33-Jährige sollen hier die Schranken dicht machen und Garcia mit Gesamtstärke 71, der 37-Jährige spanische Routinier, er soll vorne für die nötige Kreativität sorgen. Ndlovu, unser neuer Stürmer, heute als Solo-Angreifer mit dabei, wird unterstützt von den Flügeln Ferreira bzw. von Austin. Unser zweiter Neuzugang, Strait, der Kanadier, er ist noch nicht bei 100% und deswegen wird er heute noch nicht zum Einsatz kommen. Und damit gehen wir ohne weiteres Umhergeschwafele in die Partie. Viel Spaß! Anstoß von links nach rechts, Wellington ganz in Gelb und Weiß und wir heute in unseren dunkelblauen Auswärtsjerseys. Und jetzt Rose, Rose, sehr schön, der hätte jetzt Platz. Was macht er damit? Rose auf Luis Garcia und der schickt Ndlovu. Der zieht schön in den 16er, macht das herrlich. Ndlovu und da schießt Moss den Ball genau in die Arme. Erste dicke Möglichkeit. Garcia. Und der Kopfball und der ist drin. Und es ist Montgomery. 1-0. Da ist der Treffer. Minute 20. Der Kapitän macht's. Montgomery mit der Führung für unsere Central Coast Marines. Super Ecke von Garcia und Montgomery. Setzt sich da sehr schön gegen seine Bewacher durch. Wird hier vom eigenen Mann noch ein bisschen bedrängt, bekommt aber dadurch den nötigen Rückenwind und da kann Schlussmann Moss nichts machen. Und jetzt sehen wir hier noch die jubelnden Central Coast Fans, die zum ersten Mal Grund eben zur Freude haben. Nick Montgomery, 33 Jahre alt, mit dem ersten Tor für Central Coast in diesem Turnier. Jetzt der Angriff und das ist der Ausgleich. 28. Minute. 1-1, Ausgleich für Wellington Phoenix, ein super Tor, leider katastrophal verteidigt. Ja, das ging viel zu schnell, aber unfassbar schlecht die Manndeckung hier. Ich glaube, das war Herr McGinn, der da zu spät gekommen ist, auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswerter Treffer. Und da hat ja auch Keeper Bway keine Chance. Jetzt Ndlovu am Ball. Ndlovu und der schickt Garcia, macht das herrlich. Super gespielt die Aktion und leider ein Schritt zu spät Ndlovu. Also hier die Wechsel zur Pause. Wo ist Garcia? Ndlovu. Ndlovu, der macht das herrlich. Ndlovu hat jetzt Platz. Ndlovu und er macht ihn. 2-1. Da ist das Tor. 50. Spielminute. 2-1 für Central Coast. Ndlovu mit einem herrlichen Solo hier, tanzt er seinen Gegenspieler aus und lässt dann Keeper Moss im kurzen Eck nicht den Hauch einer Abwehrchance. Die erneute Führung für unsere Mannschaft, für die Central Coast Marines. Ja, der macht schon ordentlich auf sich aufmerksam. Scheint so, als ob wir hier einen guten Griff gemacht hätten. Dino Ndlovu mit seinem allerersten Tor, also für den neuen Arbeitgeber. Du hättest hier. Auf den Globo. Immer noch den Globo. Macht das gut hier. Lässt den Ball nicht aus. Auf Adelson. Der haut dann drauf und eine super Parade von Moss. Bocaccia macht das hier gut. Schön weitergeleitet. Heffernan steckt durch. Strella leitet weiter auf Austin und der macht ihn auch. 3-1. Das ist die Entscheidung. Austin mit dem 1-3 aus Sicht von Wellington Phoenix in der 81. Minute. Das sollte es jetzt gewesen sein. Heffernan mit der Übersicht. Dweller leitet super weiter. Und Austin lässt Keeper Moss auch hier nicht den Hauch einer Möglichkeit, den hier abzuwehren. Sollte wohl die Vorentscheidung gewesen sein. Es riecht verdächtig nach dem ersten Dreier für die Central Coast Marines.
und unseren ersten 3 Punkten in diesem Turnier. Torschütze Mitch Austin, der sowieso auch eine sehr gute Partie gemacht hat und sich definitiv empfohlen hat für die Startelf, auch hier in der Meisterschaft. Und jetzt ist Schluss. 3-1 der Endstand. Der erste Sieg ist eingetütet. Ein 3-1 gegen Wellington Phoenix. Also, der Liga-Konkurrent wurde hier im Vorbereitungsturnier geschlagen und das völlig verdient. Wir waren die klar beste Mannschaft. Auf dieser Leistung kann man aufbauen. Vor allem auch Neuzugang Ndlovu hat sich ins Rampenlicht gespielt. Mit ihm werden wir hoffentlich noch sehr viel Freude haben. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Partie mit einem 3-1-Sieg.